Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Armstray Tycoon Panzer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind mittendrin in der Produktion von weiteren Panzern und wir haben bereits Panzer verschickt. Wir haben noch Aufträge, die wir erledigen müssen. Wir haben ganz viele Aufträge gehabt in der Vergangenheit, die wir nicht bedienen konnten. Da sind halt ein paar ausgelaufen, zwei sind übrig. Ich habe parallel nochmal die Forschung angestoßen oder das Engineering angestoßen, um einfach mal klar zu sein, dass wir da noch für den neuen Panzer, für den schweren, Verbesserungen bekommen. Und wir haben die Forschung. Das war ein kurzer Recap und dann legen wir los. Wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wahnsinnig gerne einen Kommentar. Das freut mich. Gut, das ist zu spät. So, dann gehen wir hier rein und können gleich nochmal gucken. Und zwar hatte ich hier den hier completed und ich habe den hier, den erweiterten, den haben wir verbessert. Das heißt, den packen wir auch an. So, lass uns kurz drüber schauen, ob es da irgendwas gibt, was uns interessiert noch. Nein, was haben wir hier? Haben wir doch irgendwo hier einen Draft? Nein, hier haben wir leider auch keinen Draft. Beim Motor haben wir, lass mich kurz drüber scrollen, hier haben wir den Vierzylinder Renault, der ist aber nicht so besonders, ja. Aber nichtsdestotrotz wäre das so eine Möglichkeit und Ketten haben wir, glaube ich, auch keinen Draft mehr. Nein, haben wir nicht. Gut. So, dann würde ich sagen, dass wir noch weiterlaufen und dann können wir mal schauen, inwieweit wir unseren MK5 optimieren können. Das heißt, da sind wir durch. Jetzt können wir noch den Motor schnell machen. Dann haben wir den auch gemacht. Komm. Dann ist das auch erledigt. So, in Forschung hatten wir, ich muss kurz gucken, genau, das FHA-Stahl. Und mein persönlicher Gedanke wäre, dass wir sagen, wir machen den hier, den Klon war und optimieren ihn. Das heißt, das ist der Klon. Dann nennen wir ihn, wie nennen wir denn? Gute Frage. Ich wollte irgendeine große Raubkatze nehmen, aber für eine Raubkatze ist er einfach zu langsam. Ja? Das ist der Bär. Können wir Umlaute schreiben? Ich glaube nicht, ne? Ne, können wir nicht. Das heißt, wir schreiben ihn so, das ist der Bär 01. Geiler Scheiße. Der Bär 01. So. Das ist das Gleiche. Da hat sich nicht viel geändert. Das ist der Schneider Vierzylinder. Was? Schneider Vierzylinder? Macht es nicht Sinn, dass wir den hier haben? 124. 130. Echt jetzt? Der hier? Da muss ich kurz mal schauen. Mobility. Der ist, ich wollte gerade sagen, der ist besser. 13, 14, 17, 13. 12, 17, 18, 13. Okay. 17, 13. Road Speed 15. 13, 15, 1. So schlecht ist er gar nicht. Die Agilität. 12, 17, 18. So, 12, 17, 18. Lass mich kurz mal schauen. 12, 17, 18. Krass, der Vierzylinder ist wirklich besser, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der besser ist. Okay, nehme ich. Dann haben wir Landship MK2. Ja, das ist die Weiterentwicklung dazu. So, die haben wir gemacht. Ich weiß, da gibt es hier ein paar Probleme. Jetzt 17, 18, das ist der hier, das ist aber okay. So, was haben wir hier? Da hätte ich gerne den Central Cabin. Ah, okay. Das heißt, den könnte ich draufsetzen. Wo ist denn der hier? Okay, das müssen wir gleich nochmal machen. Da würde ich aber erstmal speichern. So, dann haben wir praktisch den hier. Der kommt dran. Dann habe ich hier den hier. So, dann würde ich sagen, 164, ja,
So, das ist das hier. Und die Maschinengewehre, die bleiben, das sind die besten. Halt, nee, da habe ich gelernt. Halt, Korrektur, das, die hier sind die besten. So, was haben wir hier nochmal? Okay. So, dann haben wir die ganze voll. Krass. Okay. Gut, dann gehen wir noch in die Crew rein und wir haben maximal 10. Das ist jetzt die Frage, was haben wir denn? Wir brauchen noch einen Mechanic. Ansonsten haben wir alle... Echt jetzt? Noch einen Mechanic? Mechanic und Gunner, würde ich sagen, oder? Mechanic und Gunner, guck mal. Ah. Perfekt. Das ist gut. Dann haben wir nur 7. Das ist doch top. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir mit 7 hinkommen. Ja, der Loader, Gunner, das passt. Habe ich überall, warte mal, habe ich überall Maschinengewehr? Weil hier ist nämlich leer. Hier ist leer. Zum Her, was haben wir denn noch? Ja, die sind leer. Ich weiß nicht, warum die leer sind, aber... Aber die müssten da sein, denke ich. Da vorne haben wir einen, hinten haben wir einen. Warte mal, kann es sein, dass der 4 Stück... Die Frage ist jetzt, wenn ich den jetzt hier rausmache... Und wir nehmen nochmal... Pass auf, halt Komponenten. Und zwar hätte ich jetzt, wir nehmen nochmal den hier. Nö, das ist okay. Das gibt bloß vorne und hinten. Aber was ist mit dem hier? Da war doch auch ein Maschinengewehr drin, ne? Nee, komm, das lassen wir, wie es ist. Da kommt jetzt das Maschinengewehr rein. So, dann hatten wir die Hotchkiss und die Hotchkiss. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier die... Ja, klar. Ich brauche noch einen Mechanic Gunner. Bitteschön. Dann haben wir hier alles erreicht, bis auf den hier. Das ist aber vollkommen okay. Dann Expandables. Wir haben die MK2. Dann nehmen wir die Munition. Boah, haben wir mehrere. Das ist okay. Da haben wir die, da haben wir den. Und da nehmen wir den 50er. Und die Paint. Lassen wir den hier oder nehmen wir den hier? Dunkelgrau. Nee, wir nehmen den hier. So, dann würde ich sagen, das wäre das doch, oder? Ja, das sieht gut aus. 30 Tage. Und das wäre praktisch die Erweiterung von unserem bestehenden Panzer. Ja, das sieht gut aus. Wir haben nur hier oben ein paar Optimierungen. Das heißt, wir bestätigen das Ganze 30 Tage. Natürlich kann jetzt in 30 Tagen uns die andere Forschung in die Suppe spucken, dass wir dann passt. Okay. So, dann vorwärts. So, Rebel Tank is captured. So, British Empire. So, dann gehen wir wieder in die Karte und holen uns den anderen Panzer. Hier, Karte. Also ich habe jetzt, ihr habt ja gesehen, ja, es gibt jetzt also, ich habe jetzt bisher kein andere Trophy bekommen. Ah, da ist er ja. Ich kaufe jetzt einfach ganz blind, ja. Natürlich habe ich, so, ich gucke mal kurz durch, ob die irgendwelche Panzer erobert haben. Belgier, Franzosen, Schweizer. Okay, die hier, Türken. Nee, also egal wie ich es drehe und wende, ich habe jetzt definitiv keine anderen Panzer. Aber gut, die Deutschen, gucken wir mal, haben wir da noch was? Nee, sieht gut aus. Nee, dann lassen wir das. Okay. Heißt also, das haben wir gemacht, jetzt können wir Reverse Engineering machen. Nicht, dass wir sie da gleich vergessen. Das Maschinengewehr haben wir schon. Da haben wir andere Comms. Müssen wir gucken, ob das was bringt. Und der Motor, weiß ich nicht. So, 21 Tage. Perfekt.
Na komm. Okay, jetzt gerade überlegen. 2 Tage noch. Was haben wir noch an Panzer? 8. Renault 4-Zylinder. Ich glaube, sonst habe ich nichts in Engineering aktuell. Ich gehe nochmal kurz durch mit euch, dass wir nochmal nachgeschaut haben, aber ich war der Meinung, das sind wir durch. Ja, das sind wir durch. Motor haben wir gemacht. Ja, das sind wir durch. Ist okay. So, dann heißt, wir haben aktuell nichts im Engineering stecken. Reverse Engineering läuft gerade. Und Forschung läuft noch 2 Tage für die Panzerlieferung und dann können wir die nächsten wegschicken. Jawohl, 10 Stück. Dann gehen wir hier in den Panzerversand. Und dann schicke ich gleich die nächsten 10 weg. Ihr seht mich gerade ein bisschen stutzen. Ah ja, genau, die hier ist es. Jawohl, die hier ist es. Oh, ich war jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe dem hier schon geliefert, deswegen. Das heißt, den machen wir hier. So, 10 Stück. Hier rüber, Feuer frei. Und dann habe ich schon mal da die, oder haben wir schon mal da die ersten 10 geliefert. Das ist auch sehr gut. Und dann hoffen wir, dass die relativ schnell geliefert werden. 41 Panzer. Super, 41 Panzer. Jetzt mal reinschauen, was wollen die denn haben, die Franzosen. Was ist der Kompete? Das ist der hier. Den Camulus Mili. Das sieht aus wie unsere 200, werden immer mehr, ne? 438. Der sieht aus wie der hier. Na, guck mal. Das Blöde ist, die wollen es im November, ne? Im November. 62 könnte ich liefern. 62, du. Holla die Waldfee, das wär's doch, ja? 62. 62, aber 15.12. Wie viel brauche ich denn? 31 Tage, gucken wir mal. Am 1.11. Und das ist hier die Waldmaus. Die Waldmaus geht relativ fix. 54 Tage. Boah. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Wir haben jetzt noch 30 Tage. Lass es mal laufen. Ich muss gucken, ich muss überlegen. 62 Stück. Blöd ist, dass wir keine... Ich kann auch nicht Leute einstellen. Ich bin am Maximum. Das heißt, die brauchen die Maus. Die hier brauchen sie. Abgesehen davon, dass ich Material kaufen muss. Gut, dass wir drüber sprechen. Muss ich gleich kaufen. So. Um, 54 Tage für 56. Also einer pro Tag. Das heißt, ich brauche 60 Tage. Sagen wir mal 60 Tage. Könnte knapp werden, ja. Könnte knapp werden. So, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt hier wieder in die Waldmaus. Ne, wir gehen hier in die Maus. Hier. Dann gehen wir wieder nach Mittlerer Osten. 25. So, guck mal. Läuft weit. So, dann haben wir hier 63.000. Da haben wir 45 davon. Ja, ich bin gewillt, dem Auftrag zuzugeben. Ja. Die Frage ist, ob ich von der Zeit her runter kann. Und wenn ich mit der Zeit runtergehe, um dann einfach zu sagen, ich verlange einen höheren Preis. Ja. So, lass uns mal 7 Tage das Ganze hier ins Land gehen. Was haben wir da noch? So. Ich lasse noch laufen, bis ich die nächsten 10 habe. Und dann überlege ich mir das, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Ich bin wirklich ein bisschen durch den Wind. So, das sind die 10. Dann schicken wir die auch gleich weg. Dann sind wir schon mal wieder bei 20 Gelieferten. So. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie groß ist denn der Auftrag? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie groß ist... 45 Tage, wie viel produziere ich denn?
jetzt mal kurz gucken. Kann es sein, dass ich... Lass mich... Wie viel produziere ich denn gerade? Ich produziere die Maus. Die produziere ich gerade. Und ich produziere noch... 58 Stück brauche ich. 20 habe ich bereits gebaut. 58, 38 sind noch in der Produktion. 45 Tage left. Das wäre dann Oktober. Im Oktober. Dann habe ich den Vertrag zu dem hier. Wie lange habe ich noch Zeit? Noch 23 Tage. Lass uns noch 10 Tage, 15 Tage warten, bevor ich dem Vertrag zustimme. Habe ich irgendwas, was 15 Tage geht? Ja, hier, das geht 15 Tage. Dann kann ich ihn auf 10 laufen lassen. So, 5 Tage Delay, das ist okay. So, 11, 12, 10. Ja, ich bin nämlich ein kleines bisschen... Neuer Tank wurde gesichtet, der Nachfolger von dem, den wir gerade jetzt verkaufen. So, dann habe ich hier die nächsten 10, die ich verschicke. Ich könnte jetzt 11 verschicken, ich verschicke jetzt trotzdem 10. Dann bleibe ich meiner Linie treu. So, das sind die nächsten 10. Das schwere Rad teuer. Gutes Rad teuer. Oder so. So, gib ihm noch einen Tag. Dann lassen wir den Bär hier langlaufen. Damit wir den optimieren können. Und dann möchte ich mit euch noch einen Tag warten. Und dann gucken wir mal rein. Komm, Reverse Engineering. Ihr seht, ich ziehe es gerade ein bisschen nach außen. Ich bin mir noch ein bisschen unentschlossen. Das ist nichts, was wir brauchen hier. Die Ketten oder der Pant, die Kanone vorne vielleicht interessant. So, also. Wir haben jetzt unterm Strich... haben wir jetzt einen Vertrag zur Hälfte ungefähr erledigt. Noch 30 Tage, das heißt, es wäre dann Oktober, bis der fertig wäre. Dann würde ich in die Produktion von der Maus gehen. Von der Waldmaus, muss ich sagen, würde ich in die Produktion von der Waldmaus gehen. Da haben wir 4443 Stunden. Ja. 60, 62 Stück davon. Nee, ich brauche die. Davon brauche ich hier im Vertrag habe ich weniger. Mal kurz gucken, wie viel habe ich denn da? Von der Waldmaus habe ich nur 30. Steht da gerade 12 Tage? Steht da gerade 12 Tage? Fuck. Scheiße. Ich hab's verbockt. So, komm, dann wir machen es einfach. Wir gehen jetzt hier in die Maus. So. 41 Tage. Ich kann bis zum... Ach, zum 1. Guck mal, ich kann bis zum 1. 8.1. gehen. Ja, das kriege ich nicht hin. Aber ich würde vielleicht hinkriegen. 62. Wie viel brauche ich? 438. Ist die Frage. Lohnt sich das? 438. Ja, guck mal, da kann ich... So. Also 42.000... 31. Komm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, feuerfrei. Den habe ich versaut. Scheiße, warum habe ich den? 32 habe ich geschickt. Ich habe noch 12 Tage. Wieso habe ich das so mich so verkalkuliert? Habe ich da irgendwas verpasst? Oh Mann, noch 5 Tage. Ja, 5 Tage. Dann lass die mal laufen, die 5. Scheiße. Der Bär ist fertig.
Ich hätte gehofft, dass ich noch ein paar schicken kann. Oh Mann. Oh Mann. Halt, das ist falsch. Ich muss es designen. Oh Mann. Das wird teuer. Das wird ultra teuer. So. Da war er. Der hier. Den kann man wegwerfen. Jawohl. Das ist der Nachfolger. Den optimieren wir. 13. Okay. Da hat sich nichts geändert. So, dann sollte es aber durch sein. Jawohl, den haben wir gemacht. So, der hat ein Kanonenrohr und hat zwei Maschinengewehre. Schade, dass da hier keine drin sind, weil normalerweise gehören die hier rein. Ja, dann würde ich nämlich hier zwei Kanonenrohre dran setzen, also links und rechts eine Kanone. Und hier dann das LMG dran setzen. Aber wahrscheinlich geht es nur mit dem nächsten Gehäuse. Das kann ich mir vorstellen, welches ich noch nicht erforscht habe. Ich bin schon wieder leicht frustriert, meine Freunde. Ich bin schon wieder leicht frustriert. Habe Fehler gemacht. Oh Mann, gut. Ich komme jetzt auch nicht dazu. Ist bis es? Noch 8 Tage. Die Lieferung geht noch 7 Tage. Ja, dann habe ich immerhin mal... Vertrag ist akzeptiert worden. Neuer Tank ist gesichtet worden, also neuer Panzer ist gesichtet worden. So. Boah. 2 Tage. Das kriege ich nicht hin. Was habe ich denn da gemacht? Bitte, was habe ich da gemacht? 30 hätte ich geschafft. Nein, nicht ganz großkotzig habe ich hier. Oh Mann. Pro 2 Stück. 23.000 pro Unit. Pro ungelieferten Tank. Und 2. Oh, das nimmt auch noch Reputation ohne Ende. Ja, ein Tag hat sich erledigt. Completed. Und ich bin jetzt ein bisschen ärmer. So, was ist mein Ruhm? Der Ruhm hat jetzt natürlich hier extrem gelitten. Ach, hier ist es Tier 2. Ah, okay, das ist mein Problem. Okay, da brauche ich 400.000 Ruhm, um das Tier 2 zu aktivieren. Okay, also es hat sich das auch gelöst, das Tier 2 Thema. Und zwar, das geht mit dem Achievement. Ja, ich habe aktuell 32.000 Designpunkte. Boah, das ist schlecht. Boah, bin ich schlecht. Oh Gott, seid ihr auch so schlecht? Nein, ich glaube, ich bin schlecht, nein. Ich glaube, nur ich bin derjenige, welche. Ja, guck mal her, was haben wir hier? Contract, 714.000 habe ich nur bekommen. 18 Tage. Aber die ich habe... Ach, guck mal, der hat die 12 gar nicht genommen. Wieso nicht? Ich habe doch geliefert. Ah, nee, stimmt. Die habe ich jetzt gerade gebaut, aber ich konnte die nicht mehr liefern. Ja, da hätte sie mich besser ausgesehen. Aber... Das ist jetzt der Gag bei der Geschichte. Uff Base. Und zwar habe ich doch den Vertrag bekommen. Hier. Ja, guck mal, jetzt sieht die Welt nicht mehr ganz so schlimm aus. Vielleicht hole ich es darüber raus. Wie war das? Wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine auf. Das ist okay. Nehmen wir. Meine Freunde, ein kurzer Blick auf die Uhr. Wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Wahnsinnig gerne einen Kommentar. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Bis demnächst. Tschüss.